Ich lese. Boah. Das Handbuch der Herrenschneiderei. Schritt für Schritt zu selbstgenähter Herrenbekleidung. Steht hier hinten drauf. Und ich bin angekommen bei Werkzeug. So. Und einen Werkzeugtipp habe ich direkt am Anfang. Das ist Wachsmalkreide. Hier steht unter 10 Schneiderkreide. Da kann man unter Umständen lange nachsuchen. Sowas gibt es nicht überall. Und Schneiderkreide ist nichts anderes als Wachsmalkreide. Das ist jetzt die Version zum Malen. Wachsmalkreide, Dreikant in 24 Farben. Im Internet, bei Amazon oder sowas, findet man das einfarbig unter Försterkreide. Kann man auch kaufen. Ist auch nichts anderes als Wachsmalkreide. So, das Werkzeug. Knopflochzange. Brauche ich nicht. Knopflöcher lege ich mit der Nähmaschine. Die war vorhin im Bild zu sehen. Kreuzschlitzschraubendreher. Boah. Ich brauche eher einen Schlitzschraubendreher für die Nähmaschine. Der benutzt hier im Buch auch ein bisschen was anderes. Kleiderbürste. Handmaß. Sowas ist praktisch, ja. Sollte man haben. Stecknadeln. Ein Geodreieck ist auch gar nicht so schlecht. Stecknadeln auch wichtig. Nähnadeln kommt man nicht drum herum. Selbst wenn man eine Maschine hat. Falzbein Nummer 7. Brauche ich nicht so. Ich meine, mein Bügeleisen reicht und der Fingernagel. Frieden. Ist vor allem für Näher. Bei meinem Bohrerset war Werkzeug zum Anschlagen dabei. Ich weiß gar nicht, was die. Ich hol's mal gerade. Hier sind Bohrer und wenn man dann aus so einem Bohrerset sowas hier nimmt, ist auch eine ziemliche Spitze dran, kann man sich sowas wie im Friemen auch sparen. Heftfaden. Der reißt relativ schnell. Hilft manchmal. Reißt der Stoff nicht. Sowas ist sinnvoll. Also Heftfaden ist im Wesentlichen schnell reißender Faden. Schneiderkreide habe ich was zu gesagt. Wachsmalkreide oder halt bei Amazon unter Försterkreide gucken reicht. Sublimierkreide ist ganz normale Kreide, Tafelkreide, 2 Meter Maßband, Taillenmaßband, das sind einfach nur 2 Maßbänder, hier liegen auch zweimal dieselbe. Nähring, uff. Im Zweifelsfall nimmt man ein Stück Pizzakarton, wenn die Nadel. Wenn man durchs Leder möchte und weiß ich nicht. Zwickschere. Nehme ich immer ein Taschenmesser für ein scharfes Taschenmesser.
Zuschneideschere ist sehr wichtig. Kreideschärfer brauche ich nicht. Nicht einfach die Kante von der Wachsmalkreide. Und eine Zackenschere kann ich auch darauf verzichten. Habe ich nie verstanden, wofür man eine Zackenschere braucht. So. Das zum Thema Werkzeug. Wie gesagt, diesem Frieden, diesem ominösen. Da kann man so Werkzeug zum Anschlagen aus dem Bohrset nehmen. Schneiderkreide. Ist Wachsmalkreide oder Försterkreide. Eine Sublimierkreide ist ganz normale Tafelkreide. Und eine Zackenschere brauche ich nicht. Und der Schraubenzieher ist bei mir auch ein bisschen anders. Das liegt an der Nähmaschine, die ich verwende. So, das war's eigentlich auch schon. Es geht dann weiter mit so Spezialwerkzeug. Es läuft unter nützliche Hilfsmittel und dann geht es mit Bügelwerkzeug weiter. Das mache ich aber nicht heute. So. Ich hoffe, das Ganze hat ein bisschen geholfen, vor allem der Tipp mit dem Stift zum Anschlagen aus dem Bohrset und der Wachsmalkreide oder der Försterkreide. So, ich zeige nochmal das Buch und dann war es das auch schon. Tschüss.